Servus, liebe Leute. Heute öffnen wir mal eine kostenlose Riesenruhe. Ist mal wieder glücklicherweise gespawnt worden. Und ja, ich würde sagen, öffnen wir sie einfach mal glatt. Kostenlose Riesenruhe. Öffne ich immer am liebsten kostenlose Sachen. Aber will nur mal. Nee, das kündige ich im nächsten Video an. Ob ihr das sehen wollt, das will ich jetzt noch nicht spoilern. Also, ich würde sagen, gehen wir mal rein in die kostenlose Riesenruhe. Oh Gott. Riesenruhe, bisschen Gold, das liebe ich an der Riesenruhe am meisten. Golem einmal noch, schön. Elixiersammler, sehr gut, den haben wir jetzt auf Stufe 6. Und den unglaublichen Scepter, aber der ist beschissen hoch. 10 Millionen. Und jetzt können wir aussuchen, was wir upgraden wollen. Ich würde fast den Elixiersammler upgraden, was eigentlich gar nicht so viel bringt. Wir machen den Fireball hoch. Wir machen den Fireball hoch, habe ich gerade beschlossen. Fireball Upgrade und Elixiersammler machen wir danach und Speerkobold, den machen wir auch danach. Dann brauchen wir natürlich noch die Barbaren. Dann sieht es schon mal richtig, richtig gut aus mit dem Deck. Und haben wir dann alle gewöhnlich auf 9, wenn wir die Barbaren hin. Und alle Rare-Karten auf 6 und Epische haben wir hier nicht drin. Also passt, alle Epische auf 3 haben wir auch vielleicht bald mal, wenn es ein bisschen gut läuft. Hier sogar das Riesenskelett könnten wir sogar auf 4 machen, das ist richtig episch. Und einfach gerade noch ein Golem. Vielleicht mache ich den Minenwerfer mal hoch, den könnte ich auf 8, 9 machen. Warte, den könnte ich sogar auf 9 machen. Oder? 400, 200, 100, ja, den könnte ich direkt auf 9 ziehen. Ja, benutze ich jetzt nicht so häufig, kann ich aber mal upgraden, warum denn nicht? Auf 7, auf 8, keine Ahnung, ich brauche einfach mehr Gold. Dazu öffnen wir vielleicht noch mal ein paar Riesentruhen. Und im nächsten Video werdet ihr erfahren, wie. Ja, ich will nicht spoilern. Schaut euch einfach das nächste Video dann auch noch an. Denn da werdet ihr die wichtigste Info des Jahrtausends bekommen. Also, ich würde mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao! Limba română se dă răsprin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam am putut ca aia deci puie băi te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul G pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sap pe verticală mergi la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din X5.